Alles klar. Abraxo-Cleaner wollte ich eigentlich nicht sagen. Ein bisschen aus wie Redaway oder sowas. Aber es gibt zumindest hier einiges, was man mitnehmen kann. Das ist schon mal von Vorteil. Haben's gehört? Es sind auf jeden Fall wieder Leute dazugekommen jetzt hier. Medical Brace. Mini-Nuke. Na, warum nicht? Munition Box. Nehmen wir natürlich hier alles mit. Wofür ist eigentlich dieses Terminal hier? Ach, für das hier wahrscheinlich. Der könnte uns vielleicht sogar helfen. Moment, war hier noch? Oh ja, yeah, war noch volle Coca-Cola-Flaschen. Mein Gott. Verschwendung. So, dann machen wir kurz einen Quick-Save. Und versuchen es mal. Also so sieht das quasi aus, wenn man... Ja, ich weiß, wie es geht. Wir müssen jetzt, glaube ich, 4 oder 3 Wörter finden, die passen. Schauen wir mal. Black, 2 von 5 Buchstaben sind korrekt. Wieder. Das war's. Okay. Also wir haben gesehen, 2 von 5 Buchstaben sind korrekt und wir müssen eben nur das Richtige dann finden. Wir haben bestimmt viele Versuche dafür. Wir können auch die Power ausmachen und wieder rein, wenn wir eben... Kurz davor sind, dass wir es nicht schaffen, denn ab einem bestimmten Punkt, wenn wir das oft genug versuchen und wir kriegen es nicht hin, dann ist es quasi so, dass es gelockt ist. Loading Personality. Robco. Okay. Ja, dann helfen wir mal. Kommst du mit? Okay, hilft uns. Shit. Yes! Sneak Attack. Ah gut, das Optional Quest haben wir schon mal geschafft, dass wir eben die Pharmaceuticals gefunden haben. Okay, wirklich viel helfen kann er hier allerdings nicht. Oh yes! Easy money. Shotgun Shells. Sort of. Okay. Sehr gut. Lohnt sich definitiv hier. Assault Rifle. Jawohl, genau das wollte ich. Dafür brauchen wir eben die 5,56mm Ammo, die wir jetzt momentan haben. Moment, wenn ich die auch schon mal... Okay, machen wir nochmal ganz neu. Die 10mm Pistol können wir eigentlich momentan, glaube ich, uns schenken, mehr oder weniger. Wir machen die Assault Rifle auf 1. Dann machen wir die Combat Shotgun auf 2. Hunting auf 3. Und dann machen wir die Sniper Rifle auf 4 und die auf 5. Repairen die schon mal, damit wir ein bisschen mehr Space haben natürlich. Hier können wir auch nochmal ein bisschen was repairen. So. Das sieht gut aus. Schauen wir nochmal durch, ob wir irgendwas repairen können, aber sieht nichts aus. Also ich habe übrigens die Maus-Sensitivity ist auf 2 von 10 oder so und trotzdem ist es im Menü noch ziemlich... Also hier im Game geht's von der Maus-Sensitivity her, aber in dem Menü ist es die echt over the top. Keine Ahnung, warum das der Fall ist. Schön, wenn wir gut sneaken können, können wir übrigens auch so hören, was die hier noch labern. It's killing time, definitiv. Hammer time, würde ich eher sagen. Die sind, glaube ich, gerade mit dem Roboter da hinten beschäftigt. Ja, klingt definitiv so. Ich glaube, er ist fast down. Ja. Er hat ihn geholt. Dann war er gar nicht mal so hilfreich. Hast schon gesehen, dass deine ganzen Kollegen hier rumliegen, übrigens? Ist nicht wirklich gute Arbeitsmoral, die Kollegen hier aufweisen. Möchte ich nochmal kurz sagen. Ich glaube, das ist sogar schon der letzte. Können wir mal schauen, dass wir den nochmal mit dem letzten Schuss... Jo, so viel dazu. Ach, shit. Okay, nehmen wir wieder die Assault Rifle. Dann haben wir auch genügend Ammo für. Geronimo! Ah, shit! Hätte vielleicht nochmal auf Shotgun wechseln sollen, auf Close Combat, aber passt schon. Hunting Rifle, perfekt. Aber dafür hat er ziemlich schnell geschossen irgendwie, dafür, dass es eine Hunting Rifle war. Naja. Nehmen wir uns das hier mal noch mit. Und dann können wir, glaube ich, sogar schon in Ruhe hier durchschauen. Weil ich glaube, hier sind keine mehr sonst. Das ist natürlich empty, war klar. Wir müssten sogar hier... Oh Gott, hier hochkommen eigentlich. Moment. So. Okay, auch nicht. Verdammt doch mal. Ah, von hier, okay. Weil hier oben lagen ja auch noch ein paar rum, denen ich mich gerne mal annehmen würde, was die Habseligkeiten zumindest angeht. Warte
mal schön drauf achten, dass wir hier auf jeden Fall jeden von den Kollegen looten, denn wir haben doch ein paar gelegt. Das sieht ganz ordentlich aus, definitiv. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Oder waren wir da zuerst? Nee, hier waren wir definitiv noch nicht. Activate. Gut, so viel dazu. War ja klar, dass es nicht funktioniert. Laserpistol. Okay. Energy Cells und Very Easy Lockpick. Mal gucken. Jawohl. Schön mit Gefühl vorangehen, dann klappt das auch. Nuka-Cola, sehr gut. Rolling Pin brauchen wir natürlich nicht. Darts, Dirty Water können wir auf jeden Fall mitnehmen, können wir auch gut verbrauchen. Und perfekt, hier haben wir auch alle schon direkt das Quest beendet. Wir haben quasi den Supermarkt mehr oder weniger gelootet. Also wirklich viel war ja auch klar. Findet man nicht mehr, man muss halt schon wirklich genau suchen und genau wissen, wo man eben letzten Endes sucht. Alles klar. Mach die Tür schon mal auf. Ah, Stimpaks. Fast übersehen noch. Ich meine, hier unten war noch irgendwo ein Safe, den man knacken konnte, aber eventuell habe ich es hier falsch in Erinnerung. Gut möglich. Na gut. Okay. Schauen wir nochmal auf an. Genau, der Kollege Rob the Robot wurde ja auch noch gekillt. Wir können ja mal schauen, ob der noch irgendwas hatte, was wir eventuell mitnehmen können. Das war nicht hier, das war ein bisschen weiter hier hinten. Hier war er. Energy Cells, okay. Also Ammo. Quasi für die Ammo für. Ups, okay. Ammo für die. Wie heißt sie denn? Hier, Laser Rifles und so weiter. Die bringt 408. Got your job. Da kann man auf jeden Fall einiges für verlangen. Vor allem, weil wir sie ja nicht einsetzen werden. Deswegen habe ich sie ja noch mitgenommen, weil Laserwaffen, die bringen schon echt was an Kohle. Da kommt man schon relativ schnell an viel Caps zu Beginn. Ist natürlich dann auch die Grundvoraussetzung, dass diejenigen, denen er das verkauft, auch genügend Caps haben, um das überhaupt anzunehmen. Um dann quasi aus dem Vollen schöpfen zu können. Aber ich glaube, das war alles. Ich hab nichts übersehen oder so. Am besten mal die Waffe zücken. Okay. Komisch. Ich dachte, das war vorher eine Frau, die wir da draußen hatten, die wir irgendwie gerettet haben, aber naja. Anscheinend nicht. War dann doch nur ein Ghoul. Nur in Anführungsstrichen. Ich meine übrigens, hier wurde noch irgendwo eine Quest eingeleitet, weil wie gesagt, ich kam normalerweise, glaube ich, von hier. Moment. Enclave iRobot. Wir haben den Enclave Soldier gesehen, der war uns nicht freundlich gesonnen, von daher werden wir alles, was Enclave im Namen hat, natürlich mal schön in die Luft sprengen. Die Kollegen haben auch eventuell copyrighted Music, die sie die ganze Zeit hier durchs Wasteland tragen, also nicht mit dem Giant. So, wir könnten fast traveln, aber ich würde sagen, wir machen das einfach mal hier per Hand, quasi. Oh, ich habe irgendwas. Der hier war's. Those what? What's the matter? Those things. They keep coming. They scare me. Make it stop. Hey kid, it's okay. I'm a big tough guy. I can take care of you, okay? You look stronger than all the other grown-ups. Can you protect me? Only you can prevent forest fire. And you look pretty broke to me. If you look like a tasty snack for a monster, I'd like to help, but I need to know more first. Those big things. They're all over Greatitch, and they killed everyone. Please, mister. Please find my papa. I like it when you call me Big Papa. Okay, I'll go look for your father. You will? Really? Thanks a whole lot. My house is the one closest to the huge sign and the old diner. Please. Find my papa and make him come back. Hat er eventuell irgendwie Eyeliner aufgetragen oder so? Das sieht ziemlich merkwürdig aus. Look, anything else you can do to help might save lives. Yep. Well, there is the personal shelter next to the old diner. Papa always said to stay away from it. But I guess it's supposed to be safe. I'll head over there and wait inside.
Alles klar. Werden wir machen. Map-Marker haben wir dazu bekommen. Lass mal kurz sehen. Greyditch ist sogar relativ in der Nähe, aber ich würde sagen, zuerst kümmern wir uns um den Wasteland Survival Guide. Er ist ja sowieso im Shelter, das heißt, everything is held or shelter. Das heißt, wir machen erstmal den Wasteland Survival Guide, eins nach dem anderen, und dann schauen wir mal, was da in Greyditch los ist. Wobei mich das hier übrigens auch langsam mal interessiert. Was haben wir denn hier? Sewer Way Station, ey. Ich kann da mal reinschauen. Das sieht nach einem guten Zwischenstopp aus. Oh ne, raus hier. Wir haben das Radio gehört. Galaxy News Radio, also Three Dog. Au! Problem ist nur, da läuft Copyrighted Music, deswegen halten wir erstmal Abstand davon. Und kümmern uns dann später darum. Wobei, ich kann es ja auch ganz schnell muten, das ist ja dann auch kein Problem. Also zumindest in der Zukunft dann. Wenn wir questmäßig in irgendwelche Gebäude letzten Endes rein müssen. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall noch kommen. Aber ja, momentan können wir uns davon auf jeden Fall fernhalten. Aber es ist doch keine Stadt. Das sah so ein bisschen aus irgendwie. Ist das Greyditch? Nee. Nee, ist ein bisschen weiter entfernt. Also es ist der Anfang, glaube ich, der Vorort oder so wahrscheinlich von Greyditch. Das kann gut möglich sein. Mein Gott. Es gibt übrigens auch zwei, drei kleine Sidequests, die man in diesem Game machen kann. Die quasi nicht, oh Gott, soll ich schauen? Die nicht als, oder die keine eigenen Questmarker haben. Eines ist davon zum Beispiel übrigens, das kann ich mal kurz zeigen, hier oben irgendwo. Minefield. Hier oben, ich glaube, das war hier so in dem Bereich, gibt es The Republic of Dave. Und da bekommen wir die stärkste Hunting Rifle im Game. Und die Quest werden wir natürlich auch noch machen. Wenn es dann eben soweit ist. Also das dauert noch ein bisschen. Erstmal, wie gesagt, Megaton, dann das Quest mit Greyditch. Wir haben ja auch schon in der letzten Ausgabe übrigens diese Ameisen gesehen und genau damit hat es übrigens auf jeden Fall etwas auf sich. Also wir haben den Dungeon mehr oder weniger schon geklärt für die Quest, was natürlich wunderbar ist. Wo geht's denn hier rein? Mein Gott. Einmal komplett außen rum. Aber ihr habt es ja auch gesehen, wenn man eben verschiedene Punkte oder verschiedene viele Punkte eben schon in einer bestimmten Fertigkeit hat, wie bei uns zum Beispiel, Strength, dann kann man eben auch so einzigartige Dialoge eben auch machen, was ich ziemlich gut finde. Also das, was man bei Strength gerade hatte, das war schon ziemlich cool. Trifft ja auch auf uns zu. Ich meine, wenn man den mal anschaut, ich will mich auch sicher fühlen, definitiv. Wo ist denn hier der Eingang zum Megaton mit? Wie verarschen, Game? Mein Gott! Da kann man auch reinkrauchen hier. Kann man erzählen. In Metal Gear Solid 2 würde das gehen. Boah, really? Gott. Hätte ich von Anfang an machen können, aber ich wollte mir ja nichts anmerken lassen. Gut. Wie viel Uhr haben wir jetzt hier? In the air. Love is in the air. 5:39 Uhr. Copyright. Ich hoffe mal, sie hat noch auf. Wenn nicht, dann wäre das ein bisschen blöd. Wir können aber jetzt auch schlafen, dann bekommen wir so einen kleinen Buff auf unsere Stats. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal ein altmodisches Sit-In und warten einfach mal hier, bis er den Laden öffnet. So 6 Stunden sollten eigentlich normalerweise reichen. So ab 10 Uhr. Sollte das passen? So sieht's auch aus. So, Moira. So, how's the scavenging been? Got the food medicine from that super-duper mart? Die hat doch einen Schnurrbart hier, das kannst du mir noch nicht sagen, ey. Wenn man den Schnurrbart sich wirklich hier vorstellt, so quasi, wenn ihr gerade meinen Mauskursor seht eben, weil sie so geschwungen, das ist ein bisschen was von, von einem Franzosen. I checked out the super duper mart, but nothing's there. It wasn't easy, but I got the food and medicine. I haven't got an... Yeah. Really? You did? You did? Yeah! Alright! Tell me all about it. I was so nice, girl. It's very hard to talk my way past that many people shooting at me. Found raiders on the robot. It was hardly a safe place to scavenge. I had fun partying with some raiders and a guard bot jumped out of a cake. Yeah. Oh dear. Well, I guess the dangers around those old supplies keeps it from being smooth sailing. Otherwise, they'd have already been looted, huh? Yep. Well, keep what you got. Just traded for a big food shipment myself. Here, take a bit. My treat. The taste kind of grates after a while. Ich kann nicht wissen, was es ist. And take this. It's an old food sanitizer. Just carry it with you.
and it should automatically make most food and drink more, better. Okay. That completes the first chapter's task, correct? Yep, you've done a great job. Yep. I just need to add in the section on how to cook rat. Super. And this chapter's done. Here, for your services, I've saved up quite a few stim packs. Hmm. Of course, you may need them. We still have got 2 more chapters to go. Na super. I'm ready to start researching the next chapter. Oh, wir haben Level Up. The second chapter is going to be a bit trickier, I think. It'll cover how to handle the creatures out there. For better or worse. Hmm? For example, repelling mole rats. Learning about mire lurks. Oh, God. And when all else fails, how to handle being injured. So let's buckle down and get to work on this chapter. What's first? Okay, machen wir das Nervige zuerst. What's this about studying mire lurks? Mire lurks are a big threat in some areas. And knowing more about them can help people learn to avoid or even outsmart them. So I picked up this observer device to study them in their natural habitat. I need you to hide one in one of the spawning pods in their lairs. Habitat like that. The pay had better be worth it. All right, I'll try. That's great. I recommend the nest at the Anchorage War Memorial. I knew a trader who talked about the mire lurks down there. Just go inside and find one of their spawning pods, probably down near the water. Put this observer inside and get out quietly. Yeah, but what? Be sure not to kill any mire lurks inside their nest. If you do, it could ruin the validity of the study. Leck mich doch. okay. Hier. Aber ja, was ich sagen wollte, Observer und so weiter, ich kenne mich ja mit Ward Placement durch Dota 2 einigermaßen aus, also sollte nicht das größte Problem sein. Wir werden erstmal ein paar Sachen wieder los, würde ich sagen. Moment. Das behalten wir natürlich schön. Shotglass kannst du auch haben, genauso wie der Abraxo Cleaner. 15 Bobby Pins haben wir, da können wir nochmal ein bisschen aufholen, was das angeht. Dann das können wir alles natürlich loswerden. Bufford braucht keinen Mensch, genauso wie Dandy Boy Apples oder Dirty Water oder Iguana Bits. Ich hätte gemeint, alles, was wir gefunden haben, können wir behalten, aber sie kannst du natürlich gerne haben, gegen Bezahlung logischerweise, weil so Essenssachen brauchen wir eigentlich absolut nicht. Da kann man auch nochmal... 7 Stück können wir behalten, man weiß ja nie. Purified Water können wir auch behalten. Mantets. Mad X können wir noch behalten, wer weiß. Chat kann weg. Keine Ahnung, warum das so aussieht wie eine Crackpfeife übrigens. Fragt mich nicht. Ich habe keine Erfahrung damit. So, lass mal sehen, ob du eventuell Bobby-Pins hast. Das wäre natürlich nicht schlecht. Sieht aber nicht so aus. Wo war das eigentlich überhaupt? War das nicht bei MISC? Ja. Aber anscheinend hat sie keine, was natürlich ein bisschen blöd ist. Aber ihr habt bestimmt, ja, Stimpacks. Nehmen wir mit, das war mein Steam. Und dann können wir schon mal ein paar Sachen hier wieder loswerden, genauso wie das. Und ein bisschen was an Apparel, was wir eben nicht brauchen. Tunnel Snake Outfit lassen wir natürlich drinnen, ob der alten Zeiten willen quasi. Die Sword of Shotgun kann weg. Mein Gott, da ist schon wieder out of Good hunting. Caps. Repair mal. Hunting Rifle kannst du repairen, die Magnum, Assault Rifle, ja, Sniper Rifle auch noch, Security Helmet, okay. Normalerweise müsste sie jetzt eigentlich wieder ein paar Caps haben, definitiv. Da haben wir ordentlich was reingesteckt in die Repairs. Frag Grenades, bitteschön. Frag Mines, jawoll. Ist ja nicht meins. So, damit anzugreifen quasi. So, die... Good hunting. Rifle werden wir... werden wir eventuell los bei einem anderen Trader. Müssen wir sehen, der eventuell noch Caps hat. So, dann machen wir Sneak ein bisschen hoch. Auf jeden Fall Small Guns wieder, denn da sieht es langsam ein bisschen mau. Genauso wie hier. Und Moment, Charm wollte ich noch machen. Wann war das denn? Speech war es, das hier. Machen wir mal 2 bei Sneak raus. Noch eins. So. Continue. Schauen wir mal, was wir hier für Perks mittlerweile haben. Scoundrel. Take the Scoundrel Perk and you can use your wily charms to influence people. Each rank raises your speech and barter skills by 5 points. Iron Fist brauchen wir nicht. With the Comprehension Perk, you gain 1 additional skill point whenever a skill book is read. Ja genau, die haben wir ja gehabt. Nehmen wir mal Scoundrel. Barter und Speech auf 5 Punkte. Das ist... schon mal sehr gut und genauso will ich ja ein bisschen spielen. So ein bisschen ein kleiner Schamateur.
Ist ja nicht verkehrt. Aber ja, die Myalurk Mission ist... Das ist mit mir gerade nicht richtig. Mission ist relativ schwer, weil Myalurks unglaublich kräftig sind. Alles klar. Oh boy. Und ich glaube, wir sind relativ nah auch in Richtung Washington D.C. für die Mission, oder? Yep. Hier ist Washington D.C., die Area, und wir sind quasi genau in der Mitte dann. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal ein Fast Travel in die Richtung. Und zwei Chapter haben wir noch vor uns. Das heißt, 6 Missionen, also mit dieser Mission 6 Missionen noch insgesamt, die wir hier für Moira Brown abschließen dürfen. Ich kann mich kaum zurückhalten. I'm so excited. I just can't hide it. Also zumindest sehen wir auch so ein bisschen mehr eben auch von der Welt natürlich. Das ist ja auch nicht verkehrt. Da beginnt diese Sache mit ziemlich verwundbar. Oder der hat ja gemeint, so wie man eben... Ja, verwundete Körperteile oder verkrüppelte Körperteile eben wieder heilt. Da können wir natürlich ins Minefield dafür gehen. Ich denke mal, das ist allen schon klar. Denn ja, wir müssen einfach nur uns von ein paar Minen erfassen lassen und dann sind wir ja schon genügend angeschlagen im Normalfall. Ist das ein Gebäude? Das ist eine gute Frage. Ne, ich glaube nicht. Wenn ich mir die Fenster so anschaue, das war auf jeden Fall noch eine kleine Hütte hier. Da können wir mal reinschauen. Ich habe den Kollegen das sogar relativ nett, was ja nicht so oft vorkommt, wenn man mal Leute außerhalb sieht. Hallöchen! Look at this. We got us a wanderer all the way out here in Wilms Wharf. You must got some important business out here to be wandering around, but tain't none of my beeswax what you're doing. But if you're interested in trading, maybe we can help each other. Well, you got some dang old bear for this dang old cowboy out here? I'm interested in trading. Always need bulls. Takes damn near 100 of them to kill a fly. Ah, sorry, ich mach diesen Akzent so gerne. Dieser Südstaaten-Akzent ist großartig. Aber wirklich was... Oh ja, Uruguay-Meat. Das sind ziemlich harte Viecher zu killen, tatsächlich, aber... Der hat nur 35 Kohle. Das heißt, die Laser-Rifle werden wir definitiv nicht los, wenn wir daraus noch Profit schlagen wollen, zumindest. Also, ist das schon mal außer Frage. Nee... Haben nicht wirklich was wir hier verkaufen können. Von daher, wobei die ganze Ammo natürlich. Falls wir irgendwie Probleme haben sollten mit Kohle, können wir quasi die Ammo dann verkaufen, die wir nicht brauchen. Aber naja. God damn right, Grandma. Okay. Ah, Spit. Eventuell müssen wir hier einmal außen, einmal durchs Wasser schwimmen. Oder wir machen das clever und nehmen die Brücke, die da vorne ist. Ja, sieht besser. Anchorage War Memorial. Genau da müssen wir ja auch hin. Na, das Wasser sieht schon cool aus hier. Das ist übrigens Medium Quality. Mein Gott! What the ass? Wer legt denn hier Minen? Geht's noch? Shit. Aber ja, das ist übrigens Medium Quality. Die Texturen und... Mein Gott, das sieht... Bin schon ein bisschen angeerotisiert, möchte ich sagen. Hab... Kommen wir hier schon rein, oder was? Anchorage Memorial Facility. Aber ich glaube, von hier aus war das nicht die... Oder? Ich habe auf jeden Fall einen Walkthrough übrigens hier neben mir, aber ich werde den gleich auch konsultieren. Sind dann... Oh, das sind nette Leute. Sind hier nette Leute? Hier sind nette Leute. Ich glaube nicht, dass ihr diejenigen wart, die übrigens hier die ganzen Minen da gelegt haben, oder? Scavenger. Hey there. So. Take a look. Welcome to Godforsaken Hellhole. Not much to look at, but it's all mine. Ah, okay. Weapons ist mit so das Interessanteste für uns, aber da scheint er nichts zu haben. Hier auch nicht. Okay. Bye. Sind eigentlich nur gut für, wenn ihr irgendwie Stimpacks oder sonst irgendwas braucht, übrigens, also. Ansonsten bringen die eigentlich nicht wirklich viel. Also diese Scavenger. Aber naja. Immerhin etwas, ey. Oh, schön nochmal nachgeladen übrigens hier. Die